Ja. وإياك. Wie ist das, wenn man jetzt zum Beispiel im Auto Koran hört und man holt einen Bruder ab, zum Beispiel, der steigt dann einmal, unterhält sich? Ja. Kann man das dann ausmachen oder? Ja, besser. Genau. Man sollte, wenn Koran läuft, nicht miteinander reden oder. Man soll dann sagen, warte, stopp, Bruder. Koran läuft gerade. Warte, ich mach leise. Okay, Bismillah, Bruder. Ja, besser. Weil Allah SWT sagt, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. Und wenn der Koran rezitiert wird, dann hört hin und hört zu. وَأَنصِتُوا. Also ihr sollt hören und zuhören. Was bedeutet das? Dass ihr nicht reden dürft dabei. Dass ihr nicht irgendwas anders machen dürft dabei. Das heißt, dass ihr zuhört. Okay, man kann ja arbeiten, auf der Arbeit Koran lernen, Fitness, Joggen. Okay, aber damit ist gemeint, dass du wirklich dich dem Koran widmest. Wenn du redest, hast du nichts mehr mit dem Koran zu tun. Ja, wallahu a'lam. Genau. Ja. Ya dhakiran al-ashab, kum mutaddiban. Ya dhakiran al-ashab.